Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Ja, und ihr seht, ich hab das Outfit zusammen. Ja, ist ein bisschen Sadomaso-Style. Aber gut, wir haben es zusammen. Die beiden Jungs haben spitze mitgearbeitet. So. Abkürzung freischalten. Hier war nichts mehr, ne? Alles gut, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob die Idee klug ist oder nicht. Hat auch diesmal nicht so lange gedauert wie sonst. Also. Ja. Bleib entspannt, Kalle. Ist das Schlange da hinten, ne? Naja, ich freue mich jedenfalls, meine noch fehlenden Rüstungsteile passen mittlerweile auf eine Seite. Sind natürlich ein paar von Demeros dabei, aber ich muss auch noch mal farmen. Also, ich habt ihr ja gesehen, wir haben am Ende der letzten Folge sind wir noch mal aufgestiegen und dann musste ich farmen, bis ich 10.000 zusammen hatte. Dann dann hatte ich die beiden letzten fehlenden Teile. Einmal diese ultra schicke Halskette. Und die Armfesseln. Oh. Hör auf! Junge, fiese Möptur. Was war das? Ja, sehr. Kalle, gar kein Problem. Mit der Motte weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich die Motte quälen sollte. Bobby, lass es bleiben. Also ich wüsste schon, warum ich die Motte quälen sollte, aber ich brauche das halt nicht, was da ist, ne? Da ist noch nicht mal was. Nur eine Kackmotte. Na, hier unten, da liegt hier die letzte Quintessenz. Aber ganz ehrlich, ich kann euch mit Quintessenzen totschmeißen. Da habe ich keine Böcke drauf. Verfluchtes Bildnis. Junge. Diesmal nicht. Na gut, dann komm rüber. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja, und ich weiß immer noch nicht, ne?
Sollen wir das eingehaltene Versprechen wegmachen oder nicht? Weil so wie ich den Guide verstehe, ist das nicht zwingend erforderlich. Ich muss zwar in die Tiefen der Offenbarung, aber nur um die komische Säge dazu holen für Demerose. Schlange. Schon, Schlange. Lass es bleiben. Schlange. Ei, was war das denn? Ach so. Und ich habe mal hier diese verzauberten Pfoten benutzt. Denn dadurch kriegt man auch noch mal so einen Push bei der, Gegenstandsentdeckung. Besagt die Legende auf jeden Fall. Du bist der Fiese. Hauen wir dich weg. Alles klar. Alles klar. Und jetzt halbnackt gegen die Schwester. Das wird wehtun. Das sehe ich doch schon jetzt kommen. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Komm, dann drück dir mal einen Klumpen. Mach mal Feuer auf die Peitsche drauf. Nimm den mal. Ja, und dann Attacke. Kleine Schwester. Junge, das tut weh. Ja, tut auch weh, ne? So, komm, steh auf. Schlecht. Entspannt. Fuck. Nein. Halbnackt ist nicht so leicht gegen die Kleine. Hast du Gesichter auf deinem Lendenschurz drauf? Ja, wenn er dich schneidet, ne, tut weh. Alter, bist du schnell. Ja.
Ah. Und tschüss. Ah ne, da darf ich ja nicht. Jetzt. Ja, kommt schon. Drei Versuche, halbnackt. Ist in Ordnung, oder? Jo. Kalle? Reiß ich dir die Augen raus. Weg. Oh Gott. Ich weiß da was. Ich weiß da was. Da sind doch noch hier. Ja, komm. Da habe ich. Oh, was? Das kostet aber viel. Egal. Komm. Will ich es mal so ein bisschen in Sicherheit bringen. Hat? Weiß ich nicht. Entweder knapp oder es passt. Nee, fehlt was. Was fehlt denn da? 600, also hier ein 800er und dann ist gut. 400er, da haben wir ein 800er. Nimm es und dann ist gut. Oh, mir fällt gerade auf, ich kriege sogar oben rechts angezeigt, wenn ich aufsteigen kann. Jut, 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 jut. Jut. Alles gut? Alter! Oh ja. Toll! Und ich mach. Und ich fange an, doof zu spielen und bring meine EP in Sicherheit.
Alter, du bist im Weg. Gib mir Markus Axt. Jürdis. Lass es bleiben. So. Oh. Oh. Okay. Jo, du pilzbesetzter Bogenschütze. Mann! Die flippt hier rum, die bescheuerte Kamera, ne? So, hast du echt nichts fallen lassen, Pilzbesetzter? Das wird nämlich hier mein nächster Farmspot sein. Hier muss ich schon mal einen drücken, weil da kommen die gleich, die kleinen Arschlöcher. Da oben, da hängt er. Naja. Hör auf, das Ding anzugreifen. Mal, dann zieh halt raus. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich erinnere mich dunkel an einen Typen da oben mit Feuer und Parasiten. Jo. Kommst du raus? Kommst raus? I know the journey here was arduous. And that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rhoogar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Ich dachte schon, er wird gar nicht fertig. So, da haben wir die Säge von Adyrs Anhänger. So, da sagt der Guide, die soll ich jetzt bitte... Fräulein Demeros bringen. Sondern dann würde ich einfach sagen, mache ich das auch. Warte mal. Lache nicht sonst irgendwas? Ja, da liegt doch. Da, himmlische Viole. Muss sie doch. Lache auch noch was? Ne, lach nix. Gut.
Guck dann, hier geht dann. Hier geht dann auch der Abfluss raus. Ja, schön. Schön. Dann können wir auch durch das Loch, ne? Ist ja kürzer dann. Oh, wie krass das aussieht. Ach, fuck off. War das überhaupt hier? Ah, ne. Ich wollte woanders. Wo wollte ich denn? Den Punkt setzen. Andere Seite? War das da? Wisst ihr, ich will hier die Abkürzung freischalten, weil dann kann ich den Pilzbogenschützen da farmen. Den musste ich schon mal farmen für seinen Bogen. Aber da hat er direkt beim ersten Versuch hat er den Bogen rausgerückt. Ah, genau, hier lang war das. Kommt da noch irgendwas? Ha? Ha? Aha, ich soll auf das Ding drauf gehen und dann schmeißt du mit Dingern ein. Ja, ja, habe ich mir gedacht. Junge, ich muss dich. Danke fürs Mitmachen. So. Hallo? Ich weiß ganz genau, dass hier Leute sind. Krass eingeflappt. Träumt der Führer von. Wer grunzt denn hier? Keine Ahnung. Gott. So, dann nehmen wir das. Machen hier mal den Shortcut auf. Dann machen wir den Shortcut. Schnappen unser Ding. So, und dann pflanze ich hier ein Ding und dann kann ich immer hier schön. Runner. Hasenpfote rein. Echt? Muss, ohne Witz, langsam runterklettern ist angesagt. Na gut. So. Geht weg. Oder wird die aushalten, ne? So, aber er droppt natürlich nichts. Er droppt natürlich nichts. Ich habe auch nicht wieder die Ringe drin. Alles gar kein Problem. Gut. Teleportieren zum Schrein. Steht auch so, ne? Lass mich mal gucken. Demeros Questline. Mit Demeros quatschen haben wir gemacht. Vor dem Boss mit Demeros quatschen haben wir gemacht. In Fitzroys Schlucht mit Demeros quatschen haben wir gemacht. Im Schrein mit ihr quatschen haben wir gemacht. Infernale Magierin killen haben wir gemacht. Verschmähter Nachkomme killen haben wir gemacht. In den Tiefen der Offenbaren Säge besorgen. Säge eines Anhängers abgeben. Haben wir beides jetzt auch gemacht. Dann machen wir das jetzt auch. Damarose. Säge eines Anhängers, ja. A dear be praised. He'll see my devotion and I create life in his name. Another loyal servant to herald his coming. Ja. Hast du irgendwas? Guck mal hier. Beständigkeit, Adios. Die brauche ich doch bestimmt. Gib her. Inferno-Versiertheit haben wir Trophäe gekriegt. Das war der letzte. Was ist das hier? Demero. Was ist das? Es kommt mir komplett umbe. Griff der Roger. Keine Trophäe. Fesseln des. Nee. Panzerhandschuhe des Bekehrten. Das haben wir alles. Was ist das hier? Faust der Einsicht? Keine Ahnung, was fehlt denn noch? An Waffen.
Der Fungalbohr hat gefehlt, die Crushing Girl und Roger's Reach. Das war doch jetzt Roger's Reach, oder? Verdammt, ey, da muss ich noch mal nachhalten. Aber Inferno visiert hat er mal gekriegt. Ja, da ist das schon mal viel wert. Inferno. Was hast denn du für hast du dein Gesicht mit Tesafilm angeklebt? Siehst aber auch finster aus, ne? Na gut, so, die Säge hast du. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Lichtschnitter weggeballert habe. Das ist ja jetzt komplett ärgerlich für mich. Sag ich jetzt mal so. Weil ich muss ja eigentlich hier den Typen da farmen. So eine Sache, ne? Komm. Er droppt nix. Hau ab. Deine stinkenden Opfer am Stulpen habe ich schon. Da waren wir, ne? Müssen wir hier lang. Halt. Egal, wenigstens eine Trophäe haben wir schon mal wieder im Sack. Was da jetzt mit der Waffentrophäe los ist, verstehe ich gerade nicht. Muss ich halt nochmal nachhalten. Könnte sein, dass ich noch einen Katalyst von ihr bekomme. Ich weiß es halt nicht. Gut. Seltsamer Tag. Mal Feuer hier an. Da bist du. Genau dich. Auf dich habe ich gewartet. Er ist schon platt. Der Pisser, der schubst einen nämlich. Hier runter. Wenn du da einfach so hinläufst. Ja, eigentlich brauchen wir das hier alles überhaupt nicht. Ups. Aber schon alleine für Winterberry muss ich hier einfach lang, ne? Ey, Flattermax. Ja.
zwei große. Mal wieder ein hölzernes Kreuz. Schaufelkopf. Wer schmatzt denn da unten? Die kleinen Schmatzer hier wieder. Pilzbogenschütze. Wo ist der denn? Hier gab es auf jeden Fall mal einen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist er hier hochgelaufen? Ne. Kein Pilzbogenschütze da. Den Armpilz brauche ich. Den Rumpfpilz habe ich schon. Pilzi? Da. Lasst bleiben. Lasst bleiben. Aber der Pilzarsch, der droppt nichts, ne? Da oben ist nur Müll. Habe ich beim letzten Mal rübergesprungen. Oi, du hast Parasiten. Geh weg. Kalle? Du hast immer noch Parasiten. Wo hast denn die her? Junge, bleib entspannt. Alter, hör mal, ey, Alter, ey, ohne Witz, man kann übertreiben. Oi. Ja, warte, ich komm. Ich komm. Muss nur dein Wurm mal eben wegmachen. Ja. Das klingelt. Haben wir alles, ne? Jut, 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 jut. Beinkleid des Versklavten. Hat mir gefehlt! Jetzt habe ich es dreimal gekriegt in diesem Run.
Nein! Schon. Pilzigen, du. Drop doch was, Arschloch. Und hier lag auch noch Munition. Schwächebolzen. Zum x-ten Mal jetzt. Was soll denn das? Warum kriege ich die Sachen immer tausendfach jetzt? Aber meint ihr, was ich gesucht habe, ne? Ey. Geh weg. Gesplitterter Speer. Nehmen wir mit. Da, da hinten, da gehe ich nicht da lang. Ne? Da wisst, ne? Da liegt eine Quintessenz, aber ich habe es in dem Run mal wieder gemacht, wo ihr nicht dabei wart. Einfach nur aus Interesse, weil ich wissen wollte, wie kommt man da eigentlich regulär wieder weg. Hier rechts ist eine Schanze. Ja, also hier. Hey, 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 hey. Wer war das? Du, ne? Also, da rechts. Da ist die Schanze. Da springst du ja einfach rüber. Muss man wissen. Ansonsten rennt man verwirrt im Kreis und wundert sich, dass er einen der rote Reaper fertig macht. War hier oben eigentlich irgendwas? Jo. Ohne meine Tasche. Munitions. Ist in Ordnung. Ich weiß, hier hinter steht einer. Und Pilzige müssten ja auch irgendwo sein. Da bin ich auch drauf gesprungen. War auch Munition, die da lag. Jo. Alter, der kann da durchschießen. Zaubert? Du hast nix, ne? Du tropfst aber auch nix, du Wichser. Naja, also von hier aus kann man da drauf und dann darüber. Da ist dann. Da liegt so ein Stückchen Munition. Ja. Kamerad, ich habe das Gefühl, das wird nichts mit deinem Farmspot, ne? Da ist ja Jacke wie Hose. In welche Richtung du... Du bist 5 Jahre entfernt. Ups.
Obwohl, eigentlich geht, ne? Ich bin ja hier bei Winterberry. Ja, komm. Alter, ich will auch mal Lichtern machen. Scheißviecher, wirklich. Miesen Scheißviecher, wirklich. Ich hätte fast danach gegriffen. Hör auf, das Ding anzuvisieren, verdammte Axt. Deswegen so einer Scheiße gehst du drauf. Entschuldigung. So, lulululululululu. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Jo. Lass es bleiben. Junge, hör mal. Das ist dein Problem, verdammt. So. Licht anmachen. Dann schnell mal hier zu der guten Winterberry. Überziehen wir halt ein bisschen, ne? Ist ja nicht schlimm, oder? Ein bisschen überziehen. I'm Winterberry. You're my first customer today. Okay. I don't get many. I've got nice things, though. I like your lamp, but I know you won't trade it. A long time ago, I asked someone else who had a lamp like that if he'd trade it to me. And he called me a bad name and told me to go where he cut my head off. He was rude. Yeah, yeah, that's true. There are lots of nasty people in Mondstadt. But I'm quick and clever. And that's how I find so many amazing things to trade. I just found a necklace here in the mine. But you can't buy that. Can I'm keeping it for myself. Because I love it so much. Ist cool. Hello. Gib mal. It for myself. Alles klar, du gibst es. Because I love it. Du gibst so es much. Für dich selbst. Alles klar, gut. Hier, da ist der geile Ring. Ring der sargonischen Macht. Bye, gut. Bye. Bye, bye. Irgendwie, ne, also die hat krasse Fußnägel, ne. Also da muss man mal sagen. Also eine Pediküre muss da unbedingt mal gemacht werden. Aber ich finde die Kleine süß. Deswegen, ich mach sehr gern diese Byron-Quest, weil der Byron sie sonst tötet und das möchte ich verhindern. So, jetzt müssen wir ganz schnell wieder zurück.
Hier hoch. Ne, denn eigentlich sind wir ja am Folgenende. Aber ich wäre super happy, wenn ich diesen Armpilz noch mal eben abfarmen könnte. Beziehungsweise das Farmen ist, ist scheiße, ne? Also. Immer wieder und immer wieder den Typen da auf die Fresse zu hauen, bis er dann mal endlich irgendwann mal das Ding droppt. Das ist, anstrengend, sagen wir mal so. So. Ja, alles noch im Rahmen, ne? Bei 47 Minuten sind wir. Das passt. Gut. Gib mir das, mach Licht an und dann machen wir Tür auf. So. Byron, alte Säge, ich weiß, wer dein Amulett hat. The thief's not but an umbral afflicted girl. That lamp's rotted your brain. Does this place look like somewhere a child could survive? Oh, I suppose I've seen stranger things in my time. Hm. All right. If there's a chance that's the case, then when I find her, I'll stay my hand. At least long enough to be sure. Cool. If you're right about this, the thought of a poor girl down there alone in the dark, Katrin wouldn't have ignored such a plight. And she'd not see me do so either. If you're right about this, the thought of a poor girl down there alone in the dark, Katrin wouldn't have ignored such a plight. And she not see me do so either. Das stimmt, das stimmt. Deswegen, dann kümmere dich mal um das Mädel. So. Und wir machen jetzt mal ein Flattermaxe. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich überlege mir was, ne? Also eigentlich sind wir jetzt in den Tiefen der Offenbarung, sind wir fertig und müssten eigentlich nicht das eingehaltene Versprechen killen. Ich würde aber gerne. Ich würde mir aber ungern die Quest erschießen, ich wüsste aber auch nicht, wieso. Also wieso nicht? Na? Deswegen. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge hier an der Stelle. Ich werde jetzt offscreen wieder hier diesen Pilzheini da abfarmen, bis er dann mal endlich irgendwann, was fehlt? Ach, seht ihr dann in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Zeige ich es euch. Ich wünsche euch was. Bye, bye.